Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Heute zu einem etwas anderen Video. Ich zeige euch heute nämlich meine absolute Lieblings-App momentan. Eine kleine Spiele-App von Disney, nämlich das Zamzam-Spiel. Und da geht es darum, dass man kleine Figürchen hat, diese kleinen Runden, die ihr hier oben und hier unten schon seht. Und das Hauptspiel, worum es geht, ist eigentlich so ein klassisches Puzzlespiel, wo man die Bälle dann verbindet, also diese kleinen Plüschtierchen, seht ihr gleich alles noch genauer. Und die muss man eben entfernen und bekommt dafür Punkte und diese Münzen hier oben. Und als erstes zeige ich euch jetzt einmal das Hauptspiel. Hier kann man dann im Menü vor dem Spiel noch Zusätze auswählen, wo man dann Boni bekommt. Aber das lasse ich einmal. Ich zeige euch einmal nur das Grundspiel. So, da kommen die Bälle runter, die kleinen Plüschtiere. Und immer wenn man mehr als drei oder mehr verbindet, explodieren die eben und verschwinden. Und man bekommt hier oben Punkte und diese Münzen. Ich spiele es jetzt einmal absichtlich etwas langsamer, damit ihr gut sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Immer wenn man mehr als sieben oder mehr verbindet, bekommt man einen von diesen Bällen. Und wenn man da drauf drückt, dann explodieren die eben selber nochmal und nehmen auch verschiedene von den anderen kleinen Figürchen mit. Und man bekommt Bonuspunkte. Und der Trick ist, man hat hier unten, wie ihr seht, bei mir ist das der kleine Tigger, noch als Hilfe dabei. Wenn man nämlich genug von den kleinen Tiggers entfernt hat, bekommt man von Tigger Hilfe. Da kommt er. Und er entfernt mit seinem Schwanz nochmal zusätzlich auch welche von den kleinen Figürchen. Das ist aber komplett zufällig, welche er entfernt. Aber dafür gibt es natürlich auch nochmal zusätzlich Punkte. Man hat immer eine Minute Zeit, das seht ihr hier oben, und meine Zeit ist auch gerade schon abgelaufen. Und jetzt kommt die Endauswertung und Tigger bekommt auch Punkte. Das ist nämlich so, dass man verschiedene von diesen Figürchen hat, die einem helfen können. Die kann man extra auswählen und die kann man auch sammeln. Das ist so der zusätzliche Anreiz und der dieses Spiel auch für mich so cool macht. Man kann die eben sammeln und hat eben diese kleinen Figürchen, die einem eben helfen. Man kann immer 5-mal spielen, maximal. Wie oft man spielen kann, wird hier oben durch die Herzchen angezeigt und alle 15 Minuten bekommt man ein weiteres Herz dazu. Maximal kann man 5 Herzchen haben. Man kann hier mit den Diamanten, die man auch während des Spiels sammeln kann, zusätzlich Herzchen kaufen. Das seht ihr hier einmal. Hier bekommt man 5 Herzchen für 5 Diamanten oder entsprechend mehr. Einmal schließen. Leider ist das Ganze komplett nur auf Englisch, aber für mich eigentlich kein Problem. Einmal zumachen und dann gehe ich hier einmal auf meine kleinen Figürchen. Ich habe momentan nur Tigger und als erstes hatte ich Mickey. Also alles kleine Disney-Figürchen, super süß gemacht, das ist wirklich absolut niedlich. Und man kann sich dann weitere kaufen hier im Store für die Münzen, die man während des Spiels gesammelt hat. Und das werde ich jetzt einmal machen. Und ihr könnt dabei sein. Und ich habe 20.000, dafür bekomme ich 2 von den Happiness-Boxen. Die Premium-Boxen kosten 30. Ich gehe einmal hier auf die Happiness-Box. Okay. Und da ist es. Einmal draufdrücken, um zu öffnen. Und ich habe Donald. So, und die haben immer verschiedene andere Eigenschaften, die einem während des Spiels dann helfen. Und ich nehme jetzt noch eine. Mal gucken, wen ich jetzt habe. Und, ich weiß gar nicht, doch, Ro. Ich weiß gerade gar nicht genau, aus welchem Spiel oder aus welchem Film der jetzt genau ist. Vielleicht wissen es einige von euch und können mir helfen. Also mir sagt der jetzt etwas weniger. Also einmal zumachen, der ist neu. Und ich will mal zumachen, nein. Ich zeige euch den anderen auch nochmal. Hier ist der andere neue. Ach, von Winnie Pooh, ja natürlich. Ja, der ist so niedlich gemacht. Ja, natürlich, dann ist mir auch klar, wer das ist. Der zerstört eine vertikale Linie von Samsams. Und was kann Donald? Einmal schauen. Da ist Donald. Für eine kurze Zeitperiode kann man einen Einzelnen zerstören, also nicht zerstören, also auflösen von den Samsams. Okay, da
dann wähle ich mal einen anderen aus. Ich spiele jetzt mal mit O. Okay, den stelle ich ein. Ich habe jetzt gewechselt. Und gehe jetzt zurück ins Hauptspiel und spiele jetzt nochmal. Gucken, wie das Spiel ist, wenn ich jetzt Row habe. Ein Herzchen löst sich auf. Und da kommen sie jetzt. Ich habe immer verschiedene, also es gibt verschiedene Kombinationen an Figürchen, die dabei sein können, die man dann auflösen muss. Und es ist halt sichergestellt, dass immer der Charakter, mit dem man gerade spielt, auf jeden Fall dabei ist. So, jetzt aktiviere ich ihn. Und eine vertikale Linie ist weg. Sehr schön. Nochmal. Das ist eine gute Hilfe. Also man bekommt immer unterschiedliche Hilfe von den unterschiedlichen Figuren. Das ist halt auch so eine coole Sache an dem Spiel. Je nachdem, was einem am besten hilft, kann man das natürlich dann auch auswählen. Und je besser man wird und je höher der Level wird, den man hat, bekommt man natürlich dann auch extra Punkte. Und je stärker die Figürchen sind, desto besser helfen sie einem natürlich auch. So, diese großen hier kommen auch hin und wieder, die zählen immer drei. Und meine Zeit ist wieder um. Da ist jetzt die Endauswertung. Ah, sehr schön. Ja, ich kann jetzt noch dreimal spielen in diesem Modus gerade, wo ich jetzt noch 8 Minuten Zeit habe, bis das nächste Herzchen sich wieder regeneriert hat. Und hier oben seht ihr, ich bin in Level 11, habe davon 48% durchgespielt. Hier jetzt meine Münzenanzahl ist jetzt wieder natürlich extrem gesunken, nachdem ich mir die beiden neuen gekauft habe. Und hier kann man auch Münzen gegen Diamanten tauschen. 6000 Münzen bekomme ich für 10 von den Diamanten. Da muss ich noch ein bisschen sammeln, aber ich spiele die auch lieber frei. Das macht mir mehr Spaß persönlich. Dann gibt es Tagesmissionen hier unten. Hier muss man Sachen sammeln. Und es gibt hier auch noch die Möglichkeit, Boni zu bekommen durch Bingo-Karten. Wenn man hier auch bestimmte Missionen erledigt hat, zum Beispiel eine 12er-Kette entfernt hat, bekommt man auch nochmal Bonus, also ein Boni. Und ja, hier ist dann der Store nochmal, wo man die verschiedenen kleinen Figürchen sammeln kann. Und ja, das ist das Spiel und wie gesagt, mir macht super viel Spaß. Vielleicht sind ja einige von euch auch am Spielen, haben Lust mir zu schreiben, wie gut sie sind. Wie gesagt, ich bin total begeistert, aber ich habe auch noch nicht so lange gespielt. So 2-3 Tage sind es bei mir. Und ja, mein Rekord ist momentan fast 400.000. Vielleicht habt ihr Lust, mir euren Rekord zu schreiben oder was eure Lieblings-Apps momentan sind. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, vielleicht seht ihr hin und wieder nochmal das ein oder andere zu diesem Spiel bei uns im Kanal. Also ich bin momentan total begeistert davon. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns mal vorbeizuschauen oder mir hier ein Abo dazulassen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Thank you.